Ja, aber es ist ja klar, die Cats sind nicht besiegt. Der Archon hat ja auf eigene Faust gehandelt. Hey, Sarah. Ich gewöhne mich so sehr daran. Wie lange? Wochen. Aber keine Sorge, du hast nicht viel verpasst. Die Arche und die Schläfer, sind sie in der Sphäre? Die Hyperion fliegt nirgends mehr hin. Aber wir sind noch nicht mit ihr fertig. Sie ist Meridian. Ein neuer Hafen für die gesamte Menschheit. Wir haben es geschafft, Dad. Was ist mit deinem Implantat und mit Sam? Ich helfe dem Pathfinder wieder bei der Aktivierung von Relikten. Unsere Verbindung wurde in den Normalzustand zurückversetzt. Normal. Du brauchst ihn wieder? Ich nehme die Hilfe an. Mein Hirn hatte sich von innen nach außen gestülpt. Das ist ausgesprochen inakkurat. Es hat sich aber so angefühlt. Nicht wahr, Sarah? Die Anführer der Nexus warten, Pathfinder. Die Pflicht ruft. Lass sie lieber nicht warten. Es hört einfach nicht auf. So, 1000 Andromeda-Lebensfähigkeitspunkte. Vor allem, warum schläft meine Schwester im Quartier meines Vaters, wo ich auch rumlunger? Geh nur. Ich muss mich ausruhen. Hallo, du hast gerade wochenlang geschlafen. Und wer hat dich eigentlich so da drauf gelegt? Oh mein Gott, Schwester. Fühl dich nicht beobachtet. Oh, Modell eines Reliktwracks, das ist aber neu. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Das hatten wir ja schon alles gehört. Mit dem Team und Crewmitglieder sprechen. 0 von 10. Oh mein Gott. Danken auch Sie dem Team. Vielen Dank. Uns fehlen die Worte. In dieser Zukunft aufzuwachen war einfach unglaublich. Danke. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich bin Ihnen dankbar. Auf ewig. Wirklich. LP. Merci. Sie sind die Besten. Einfach nur danke. Ich wusste, wir schaffen es. Tech, wir werden es hinkriegen. Danke, 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 danke. Ich bin Ihnen so dankbar. Grazie. Wir sind voller Hoffnung. Nach vorne blicken. Danke. Sie sind die Besten. Sie sind fantastisch. Sie sind ein Licht in der Dunkelheit. Gewinner kriegen Himmelbeeren. Man kann es ja auch übertreiben. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Ebenso wenig wie Ihre. Und genau das ist doch der springende Punkt, oder? Pathfinder, Sie sind spät dran. Na toll. Ich rette den Cluster und schon wartet wieder neue Arbeit auf mich. Ich verstehe, dass es Ihnen so vorkommen muss. Aber ohne Sie wäre das hier nicht möglich. Die Außenposten werden zu Kolonien, weshalb der Cluster jemanden braucht, der für ihn spricht. Einen echten Rat. Und obwohl ich persönlich es für verfrüht halte, müssen wir einen Interimsbotschafter benennen, der sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmert. Oder genauer gesagt, Sie müssen jemanden benennen. Einen Interimsbotschafter? Wofür und für wen? Für die Nexus. Das endgültige Ziel war immer ein galaktischer Rat, aber Meridian hat die Dinge beschleunigt. Eine Arche ist gelandet. Die Gewölbe könnten die Außenposten autark machen. Und es steht uns nicht zu, für ein souveränes angaranisches Volk zu sprechen. Ein Interimsbotschafter würde sich um jegliche Belange außerhalb der Nexus kümmern, bis Wahlen abgehalten werden und wir alle zurücktreten können. Sobald die Zeit dafür reif ist. Nicht, dass ich keine schwierigen Entscheidungen treffen könnte, aber wieso bürden Sie sie mir auf? Weil sie rechtmäßig sein muss. Wir können den Angara keine Wahl aufzwingen. Ebenso wenig wie Kedera oder Eladen. Das ist unmöglich. Aber Sie haben sich für alle eingesetzt. Wenn Sie also jemanden unterstützen, werden zwar vielleicht nicht alle mit ihm einverstanden sein, ihn aber zumindest akzeptieren. Jemand, der für ganz Helios spricht. Ich schlage Pathfinder Hager vor. Normalerweise würde ich für Sie plädieren, nur könnte dadurch der Eindruck entstehen, Sie hätten den Archon getötet, um sich selbst eine Machtposition zu sichern. Deshalb Hager. So würden diese Position und die Kontrolle über die zeitlichen Abläufe innerhalb der Nexus-Familie bleiben.
Wir müssen die Angara an diesem Prozess teilhaben lassen. Sie haben ein Recht darauf. Außerdem würde die Moschei dazu beitragen, die Beziehungen zwischen uns zu festigen. Dank ihrer Aktion gegen die Rokar besteht bereits eine enge Partnerschaft zwischen uns. Ein Grund mehr, uns auf unsere eigenen Probleme zu konzentrieren. Wenn wir Stabilität wollen, sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass die Kroganer bei uns bleiben. Wie wäre es, wenn wir uns für Mordor entscheiden? Haben Sie den Verstand verloren? Das ist auf jeden Fall unorthodox. Ich habe das Gefühl, die ursprüngliche Absicht war es, diese Macht in die Hände der Außenposten zu legen. Und August Bradley hat sich als Anführer bewiesen. In einem deutlich kleineren Rahmen. Er hat Eos relativ stabil gehalten. Und das ohne militärische Präsenz. Meridian bedeutet nicht, dass wir hier fertig sind. Die Cats sind immer noch da draußen. Ein Pathfinder ist die naheliegende Wahl, um uns Stabilität zu bringen. Aber nicht, um die Macht neu zu verteilen. Es wäre derselbe alte Scheiß wie immer. Wenn wir Helios als Zuhause betrachten wollen, müssen wir anerkennen, wessen Heimat es ist. Ich werde niemanden benennen. Wir werden die Moschei bitten, als Interimsbotschafterin zu fungieren. Es ist der Eröffnungstag von Meridian und wir geben so viel Macht ab. Genau darum geht es doch, Sie kolonialistischer Holzkopf. Geht es Sarah besser? Gut. Und was diese Entscheidung betrifft, die Politik und das Protokoll, das ist nicht das, worum es bei ihrem Sieg ging. Das Leben bietet so viel mehr als das hier. Tja. Oh. Bevor ich es mal vergesse, vielleicht sollte man... Die Systeme der Hyperion sind noch nicht vollständig integriert. Unser SEM-Kern wird erst bei einem späteren Besuch Meridians zugänglich sein. Du Banane, du sprichst halt gerade mit mir. Oh, das Atrium sieht natürlich jetzt auch total anders aus, weil wir den Blick haben auf Meridian. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Die Arche Hyperion. Aufbruch in der Milchstraße im Jahr 2185. Ankunft in Andromeda im Jahr 2819. Aktuelle Position, Meridian. Oh, der Erzähler bekommt wieder was zu tun. Wählen Sie bitte ein Thema. Die Arche Hyperion wurde zur Gedenkstätte für alle jene erklärt, die in Diensten der Initiative ihr Leben gaben. Am höchsten Punkt der Außenhülle der Hyperion wurde eine Gedenktafel angebracht. Die Inschrift lautet... Wir kehrten einem schwindenden Stern den Rücken, um einer Dämmerung nachzujagen, die das Ende unserer Kindheit überdauert. Die Hyperion wurde von einer Koalition von Verbündeten, die sich vereint dem Archon der Cat entgegenstellten, zu ihrer letzten Ruhestätte geleitet. Pathfinder Scott Ryder führte die Verteidigung an und bleibt der Arche Hyperion trotz deren Reklassifizierung weiterhin zugewiesen. Über den Vorschlag, den Landungstag als clusterweiten Feiertag einzuführen, wurde noch nicht entschieden. Ja, erstmal einen schönen Tag einbinden, wo man nicht arbeiten muss. Obwohl sie als Schiff außer Betrieb genommen wurde, wird die Außenhülle der Arche Hyperion für alle Zeiten erhalten bleiben. Sämtliche internen Strukturen werden für Einsätze neu geweckter Kolonisten sowie zukünftige Industrie- und Wohnraumentwicklungen angepasst. Diese internen Strukturen wurden Port Meridian getauft. Die Umwandlung der Arche Hyperion zu Port Meridian wird sowohl über als auch unter der Oberfläche fortgesetzt. Abhängig von weiteren Forschungen schließt dies auch die geplante Verbindung von Technologien der Initiative und Relikte mit ein. Port Meridian wird derzeit durch umgerüstete Tantalus-Antriebskerne mit Energie versorgt, was eine regelmäßige Ableitung statischer Elektrizität erfordert. Das dadurch entstehende einzigartige visuelle Phänomen während des Nachtzyklus von Meridian wurde Aurora Meridiani getauft. Tja, Hauptsache es gibt schon eine Gedenkstätte für uns, ne? Mein Gott. Habe ich dieses Interface noch nie angeklickt oder sind das neue Informationen? Sie sind der Grund, warum... Ja, ich bin der Grund, warum ihr entführt wurde und hier hin verschleppt wurdet. Warum wir hier sind.
Hallo, ach, mit Rainer. Dem Team sprechen. Feiert man so bei Ihnen eine Party? Ziemlich lahm, aber sagen Sie dem Gastgeber nicht, dass ich das gesagt habe. Aber Meridian ist schon großartig. Sie haben das Unvorstellbare vollbracht. Ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Nein, ich bin dankbar. Ich hätte mir kein besseres Team wünschen können. Wir haben das gemeinsam zu Wege gebracht. Und genau das, was es ist, was daraus werden kann, kann ich mir nicht mal vorstellen. Allein die Vorstellung, dass Angara und Initiative bei unserem ersten Treffen noch Mühe hatten, einander zu vertrauen. Unsere Ankunft auf Aya war übertrieben. Sie wissen schon, ohne Einladung und in Flammen stehend. Stimmt. Aber dann ist alles ganz gut gelaufen. Ryder, die Angara werden nie vergessen, wie sie die Moschei gerettet haben. Aber wichtiger noch, wir werden nie vergessen, wie sie an unserer Seite die Cat bekämpft haben. Wie wir gemeinsam den Archon vernichtet haben. Meridian ist ein Neuanfang für ihr Volk und das meine. Gemeinsam. Es ist wie im Märchen. Gibt's das bei Ihnen auch? Wo am Ende alle Händchen haltend in den Sonnenuntergang spazieren? Ich finde es seltsam, dass Sie es an einem Zeitpunkt wie diesen nicht schaffen, einen Witz zu unterdrücken. Schaffe ich wohl. Jor, unser Volk. Nein, ich schaffe es nicht. Eigentlich gefällt mir das sogar. Ja, Ryder der Witzbold. Danke, Pathfinder. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Haltet euch gerade, Leute. Das ist unser Ehrengast. Denkst du etwa, das wissen wir nicht? Hunter, das hier ist unsere Eröffnung. Lass sie uns zumindest ein klein wenig feierlich gestalten. Wenn ich jetzt auch mal wieder etwas sagen darf. Hallo Pathfinder, ich bin Ayora Pillay, Chief of Operations. Dala Vaas Hyperion, zweite Welle Stationierungsoffizierin. Hunter Carey, Rekonstruktion. Dala Vaas Hyperion, Sie sind Stationierungsoffizierin? Richtig. Je weiter unsere Erschließung dieses Clusters voranschreitet, desto wichtiger wird es, neu geweckten Kolonisten passende Positionen zuzuweisen. Meine Aufgabe ist es, Kompatibilität und Durchführung sicherzustellen. Und wann änderst du deinen Namen in Vaas Meridian? Ich behalte Vaas Hyperion, um das Schiff zu ehren, das uns hierher gebracht hat. So wie es meine Großeltern gewollt hätten. Ich meine ja nur, wir werden nämlich hierbleiben. Nehmen Sie es Hunter nicht übel. Er ist einfach ein Arsch. Ayora Pillay, Sie haben die Leitung über Meridian? Das wäre zu viel gesagt. Ich bin lediglich für den Betrieb und Aufbau unseres Hafens verantwortlich. Die Ergründung und Untersuchung der interessanten Substruktur übernimmt die Forschungsabteilung der Initiative. Mir wurde gesagt, das könnte mehrere Lebzeiten dauern. Also sorgen wir dafür, dass wir so viel Zeit haben. Dafür wurde ich ausgebildet. Hunter Carey, könnten Sie mir Rekonstruktion etwas genauer erläutern? Na klar. Mein Job ist es, dieses einst so stolze Schiff in die zukünftige, ebenso stolze Hauptstadt der Menschen zu verwandeln. Ein wenig komplizierter ist es schon. Es ist ein bautechnischer und organisatorischer Albtraum. Aber das heißt Jobsicherheit, und das ist perfekt. Kommen Sie in einem Jahr wieder, dann ist das hier ein galaktisches Zentrum. Sie werden nicht mehr wissen, wo die Hyperion endet und Meridian beginnt. Das ist das erste Mal, dass ich den Begriff zweite Welle gehört habe. Er ist nicht wörtlich gemeint. Es gab bereits mehrere Gruppen, die in Außenposten stationiert wurden. Zweite Welle bezeichnet eine Entwicklungsstufe der Initiative. Bei der ersten Welle, die aus der Stase geholt wurde, ging es um strukturelle Unterstützung und Allrounder, um Essen und Schutz. Die zweite Welle ist organisatorisch. Weniger Allrounder, mehr Spezialisten. Und mehr Papierkram. Er ist notwendig, um schnell Fortschritte zu erzielen. Ich habe keine Lust, eine ganze Generation lang nur Ackerbau zu betreiben. Klingt, als wäre Meridian in guten Händen. Ich kenne zwar nur die Berichte darüber, wie sie das alles möglich gemacht haben, aber ich versichere Ihnen, wir werden diese Chance nicht vergeuden. Ja, danke, Pathfinder. Von mir auch. Hat jemand Stationsleiterin Cash? Ryder, genießen Sie die Früchte Ihrer Arbeit? Sie haben es verdient. Danke, Kello. Die Tempest wird gerade überholt und das war auch nötig.
Ich stand dabei offensichtlich im Weg. Aber den großen Tag lasse ich mir nicht entgehen. Meridian sieht aus dem Cockpit völlig anders aus. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, warum sie tun, was sie tun. Wollen Sie etwa Ihren Pilotensitz gegen ein paar dreckige Stiefel eintauschen? Überhaupt nicht. Ich weiß, wofür ich geeignet bin. Ich gebe nicht vor, alles zu verstehen. Aber Meridian muss viele Türen geöffnet haben und nicht alle davon sind sicher. Sie sollen wissen, dass es für mich ein Privileg sein wird, Sie dorthin zu fliegen. Es bedeutet mir viel, dass Sie bei uns bleiben wollen, Kello. Aber natürlich. Und dass ich mein Schiff behalten kann, ist ein zusätzliches Plus. Die Tempest wird wie neu sein, wenn Sie bereit zum Aufbruch sind. Sagen Sie einfach Bescheid, Pathfinder. Für Prologinformationen ist das aber alles relativ einfach. Mein Gott, was machen die da? Hi. Hi. Ach, ich kann auch tanzen. Yeah. Hatten wir auch schon mal gemacht. Ist aber ein bisschen lame geworden im Gegensatz zu früher. Obwohl es eigentlich dieselbe Animation ist, ne? Für die technischen Unterlagen der Nexus, Studien zur Sprache der Yadan, Bericht Tik Velan Linguistik. Die Yadan-Technologie bleibt rätselhaft. Wir können nicht einmal herausfinden, warum sie Meridian gebaut haben. Und partielle Übersetzungen sorgen lediglich für weitere Bedenken. Die Forschung wird fortgesetzt. Was bedeutet das, Sam? Die Sprache ist unpräzise oder vielleicht auch zu präzise. Aber die potenzielle Kapazität von Meridian ist eindeutig. Sie ist unbegrenzt. Oh gut, Sie sind hier. Vielleicht können die Feierlichkeiten dann ja endlich anfangen. Ich mag's nicht, faul rumzusitzen. Da draußen wartet so viel Spannendes auf uns. Sie wissen, was ich meine. Bringen wir die Sache über die Bühne. Meridian sieht toll aus, aber... naja, da war ich schon. Das habe ich schon gemacht. Hey, das hier ist ein gewaltiger Erfolg. Es ist wichtig, dass wir ihn genießen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin stolz auf uns. Helios verändert sich und wird es auch noch lange tun. Ich bin einfach nur kribbelig. Ich will nichts verpassen. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Kalinda hat uns Glückwünsche geschickt. Ich glaube, sie hatte auf eine Einladung gehofft, aber da hat sie sich geschnitten. Ich hoffe, sie haben sie uns nicht wieder zur Feindin gemacht. Oh, sie sind immer so ernst. Genießen Sie den Moment. Wir sind hier, um zu feiern. Schon vergessen? Genau das versuche ich gerade. Bin ich zu weit gegangen? Bin ich, oder? Ja, okay. Was den Moment betrifft, haben Sie recht. Die Galaxie läuft uns nicht weg. Also lassen Sie uns ein bisschen Spaß haben. In der Rettungskapsel. Kein Problem. Pathfinder, danke für die Einladung zur Party. Ja. Sie haben es also überstanden. Sieht ganz so aus. Dann habe ich meinen Job gemacht. Irgendwie. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde Sie daran erinnern, wenn Sie mich das nächste Mal zusammenstauchen, weil ich verletzt wurde. Tun Sie das, Ryder. Tun Sie das. Wow. Das war jetzt nicht viel, was Sie zu sagen hatte. Ich sehe es jeden Tag und bin trotzdem immer wieder überwältigt. So langsam sind wir wirklich hier angekommen. Es ist wundervoll. Ach ja, habe ich Ihnen das eigentlich schon erzählt? Das Team arbeitet mit den Angara am Aufbau einer gemeinsamen Forschungseinrichtung. Das klingt aufregend. Ja, nicht wahr? Ich kann es kaum noch erwarten. Wir helfen Ihnen und Sie helfen uns. Können Sie sich vorstellen, was wir dadurch alles erreichen könnten? Allein bei dem Gedanken daran könnte ich schon vor Freude weinen. Menschen mit vielen Armen. Das war immer unser Ziel. Schön, dass wir es endlich erreicht haben. Ja, wir wussten immer, was wir wollten. Wir haben es nur eine Weile aus den Augen verloren. Aber jetzt ist es soweit. Es geschieht wirklich und es ist wundervoll. Ohne Scheiß, ey. Allein durch die Angara werden die ganzen Japaner, die mitgekommen sind, irgendwelche komischen Tentakel-Movies machen mit denen. Ah, Sloane Kelly. Falls Sie ein Schulterklopfen erwarten, muss ich Sie enttäuschen. Na schön. Ich gebe mich auch mit einer Umarmung zufrieden. Wie kann Ihre Crew Sie nur ertragen? Manche Leute finden mich tatsächlich nett. Sogar liebenswert. Ich finde Sie eher unerträglich.
aber ich gebe zu, sie erzielen Ergebnisse. Das kam einem Schulterklopfen gefährlich nahe. Das bilden Sie sich nur ein. Ja, die Moscha. Ob die schon weiß, dass ich die unterstütze? Pathfinder, wie ich gehört habe, werde ich bald außerordentlich beschäftigt sein. Was angesichts Ihres Gesundheitszustands äußerst unklug ist. Wir alle haben unseren Beitrag geleistet, Aphra. Es war an der Zeit. Und als diese Botschafterin werde ich es auch weiterhin tun. Es war die einzig sinnvolle Entscheidung. Das ist nicht wahr. Es hätte Entscheidungen gegeben, die für andere sinnvoller gewesen wären. Sie sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass mein Name allgemeine Zustimmung bedeutet. Sie wissen, wie vielfältig unsere Ansichten sein können. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich trage gerne dazu bei, ein System zu erschaffen, das genau das tut. Ensala Venturi, Pathfinder. Es gibt noch viel zu lernen. Ich weiß nicht, ob es richtig war, herzukommen. Ich habe so viel zurückgelassen. Hallo. So, Liam. Wo ist deine Couch? Scott, ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. In Ihrem Planeten. Was irgendwie total schräg ist. Wurde auch Zeit, dass Meridian eine anständige Eröffnungsfeier bekommt. Das haben wir alle dringend nötig. Ich habe gehört, Sarah ist aufgewacht. Wie geht's ihr? Sie wäre ziemlich wütend, wenn ich darauf irgendetwas anderes als fantastisch antworten würde. Also, fantastisch. Tja, sie ist eben verdammt dickköpfig. Das soll angeblich in der Familie liegen. Hey, wissen Sie, mit wem ich eben geredet habe? Einem Zweite-Welle-Techniker, der frisch aus der Stase gekommen ist. Er hatte gerade seinen ersten Sonnenaufgang in Andromeda gesehen und konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Und das ging nur ihm so? Naja, es könnte sein, dass da eine Art Virus grassiert. Und vielleicht sind Sie ja der Überträger. Für viele sind wir immer noch Fremde. Aber trotzdem ist das hier beinahe wie ein Zuhause. Sie hatten seit dem Kampf keine 5 Minuten für sich allein. Hatten Sie überhaupt schon die Möglichkeit, sich das alles bewusst zu machen? Es gibt hier so viel zu entdecken. Es wird Jahre dauern, bevor wir auch nur wissen, wo wir anfangen sollen. Wir brauchen keine Leute, die etwas anfangen. Die gibt es wie Sand am Meer. Wir brauchen jemanden, der etwas zu Ende bringt. Und da haben wir den Besten. Ich stehe tief in Ihrer Schuld, Pathfinder Rider. Genau wie die gesamte Galaxie. Danke. Tja, ein Mann kann viel erreichen. Pathfinder, hier! Hey, Wright. Ja, sofort. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Es gibt wichtige Neuigkeiten. Die gibt es immer. Ja, wir machen jeden Tag neue Entdeckungen. Aber das hier ist etwas, worauf wir gewartet haben. Hören Sie sich das an. Signal der Quarianischen Arche. Okay, cool. Was genau sollte ich hören? Oh, tut mir leid. Sam, wende einen Filter auf das Display an. Initiative Protokoll Alpha Alpha. Protokoll was? Verarbeitung läuft. Wiederhole. Hier spricht die Arche Kilasia. Die Situation ist nicht unter Kontrolle. Halten Sie sich bis auf weiteres fern. Wiederhole. Ist das? Die Quarianische Arche. Mit den Elkor, Drell, Volus und den Hanar, schätze ich. Es ist nicht ganz einfach, einen Hanar in Stase zu versetzen. Der Punkt ist, sie sind noch da draußen. Die Kilasia wurde nicht zerstört. Dum dum dum, DLC 1. Das Signal ist ziemlich schwach. Und ich nehme an, es gibt keine Möglichkeit, es zurückzuverfolgen, richtig? Es wurde mehrfach von der Geißel reflektiert. Ich habe die Langstreckensonden verdoppelt, aber... Das ist kein Notruf, sondern eine Warnung. Wir sollen uns fernhalten von... wo auch immer sie sind. Ja, was da auch vor sich geht. Sie wollen noch nicht gefunden werden. Wir müssen auf ihren Pathfinder vertrauen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Ja, natürlich. So eine hammerlogische Entscheidung. Ein Signal heilige Scheiße. Langstreckenstudie über Kometen. Oh, ich entschuldige mich, aber ich habe heute schon so viel vorgelesen. Bereit, wenn Sie...
Tan hat gesagt, ich darf bleiben und dabei helfen die... Hey, Ryder. Gibt's irgendwelchen Klatsch? Ryder rettet den Tag, Pathfinder des Jahrhunderts. Sie wissen schon, das Übliche. Immer noch? Gewöhnen Sie sich dran. Man wird nach Ihrem Tod alles Mögliche nach Ihnen benennen. Wahrscheinlich schon davor. Wir brechen also bald wieder auf. Ah, oh, sie ist erwachsen und verlässt ihr Zuhause. Sie braucht mich nicht mehr. So weit kommt's noch. Wer kümmert sich hier um alles, solange ich weg bin? Sie stecken unter einer Decke. Mir kommen die Tränen. Ist klar, dass das Ihre Schuld ist. Sie haben uns geholfen. Helios hat sich wirklich zu dem entwickelt, was ich wollte. In vielerlei Hinsicht. Und jetzt machen wir mit Meridian diesen Ort zu unserem. Ich kann's kaum erwarten. Ich bin da, wenn Sie bereit sind. Ach, Drake, mein bester Bro. Kleiner. Hoffentlich hast du einen vernünftigen Abschluss. Dieser Ort ist unglaublich. Es ist nur ein neuer Anfang. Wohin wir jetzt gehen, liegt bei uns. Verdammt, Sie haben mir ja doch zugehört. Trotz des Knirschens Ihrer alten Knochen. Ich habe die Späher losgeschickt. Sie hätten mich fast im Berichten erstickt, bis ich sie an Tan verwiesen habe. Jetzt schicken Sie sie ihm. Das wird ihn freuen. Er wollte den Job, dann kriegt er auch die Berichte. Es ist noch nicht vorbei, wissen Sie. Es wird weitere Cat geben und anderes. Klar weiß ich das. Und es wird ein Riesenspaß. Kleiner, das ist die richtige Einstellung. Ganz recht, das wird spaßig. Wie technisch Unterlagen der Nexus, Studien zu... Achso. Selbst die Jaldan waren von dem, was sie da erschaffen haben, überrascht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Schöpfer von seiner nein. Schöpfung übertroffen wird. Hätte das nicht irgendjemand anderes sagen können? Wer fehlt denn jetzt noch? Hi. Mit Suvi hatte ich da auch schon... Was ist da unten? Ist das eine Reinigungsdrohne? Kein Problem. So, hier vorne ist noch Jill. Hey, Ryder. Gil. Das hier soll doch eine Feier sein, richtig? Gewöhnen Sie sich langsam an das alles? An Meridian? Dass der Traum Realität wird? Wir sind noch längst nicht fertig. Jetzt entspannen Sie sich mal ein bisschen. Genießen Sie den Sieg. Und damit Sie es wissen, die Tempest ist fertig und einsatzbereit. Wenn Sie diese Imbissbude verlassen wollen, müssen Sie es nur sagen. Callow ist hier irgendwo und betrinkt sich. Wenn wir leise sind, merkt er nicht mal, dass wir weg sind. Und wer fliegt dann? Sie? Warum nicht? Ich lerne schnell, das kann ja nicht so schwer sein. Ist es aber. Wie wär's mit dem Nomad? Nur einmal rund um den Planeten. Nein. Ach, dann werde ich wohl hier unten Spaß haben müssen. Es ist mir eine Ehre, Pathfinder. Schön, dass Sie hier sind. Ryder. Welch fantastische Wendung des Schicksals. Pathfinder und Pathfinder. Eines Tages dasselbe. Wenn auch hoffentlich auf weniger dramatische Weise. Habe ich jetzt mit allen gesprochen, außer Cora? Ich habe Neuigkeiten von der Nexus. Wie wär's, wenn wir wieder da rausgehen? Wie wär's, wenn wir wieder da rausgehen? Wo stand die Dame denn? Danke, Pathfinder. Ach, da. Na, hallo. Hallo auch. So ein Glück. Wie geht's, Sarah? Viel besser. Hier könnte es bald zwei Ryder geben. Stellt ihr das mal vor. Die Hyperion bildet Wissenschaftsteams. Wir müssen studieren, was wir haben. Ich habe bei der Organisation geholfen. Ich habe jetzt erstmal gedacht, mit zwei Ryder, dass sie schwanger wäre. Weißt du, ein Schuss und direkt Treffer. Direkt den Ofen befüllt. Direkt die richtige Temperatur eingestellt. Das ist ihr Job. Meridian merkt gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir sollten nachdenken, wie es weitergeht. Es ist eine neue Wiege der Menschheit. Das ist eine große Sache. Größer, als ich gedacht hatte.
Vielleicht waren diese Teams eine kluge Idee. Kleine Schritte, um alles zu begreifen. Bis wir auf dem Berggipfel stehen. Und den nächsten Horizont erblicken. Ich kann's nicht leugnen. Ich will mehr. So viel Macht in unseren Händen. Ob das funktionieren wird? Dafür haben Sie uns. Ihre Klugheit, meinen unwiderstehlichen Charme. Sie können nicht jedes Problem mit Charme lösen. Ich kann's versuchen. Ich könnte Ihnen nicht widerstehen. Aber ich mache mir Sorgen um die anderen. Meridian wäre zu vielem fähig. Manchmal muss man einfach den Sprung wagen und sehen, wohin er einen führt. Ja, vermutlich. Was auch geschieht, Sie haben allen ein großes Geschenk gemacht. Gute Arbeit, Pathfinder. Tja. Auf die Tempest zurückkehren und die Galaxie weiter erkunden. Alles ruhig. Sie wollen schon gehen? Auf mich wartet noch Arbeit. Ich denke ständig daran, was ich noch tun könnte, was da draußen noch alles wartet. Das geht mir genauso. Es ist eine seltsame Getriebenheit, die ganze Galaxien verändert. Diese Rolle ist neu für mich und bei der Ausbildung wurde uns nicht beigebracht, wie wir unsere Kollegen würdigen können. Es gibt dafür kein Protokoll. Ihr Vater hat diese Position ins Leben gerufen, doch Sie haben sie definiert. Das hier ist großartig, aber es ist seltsam, auf einem Schiff zu sein, das sich nicht bewegt. Wir sind Entdecker und da draußen gibt es noch mehr zu erleben. Suchen wir danach. Du. Tja, damit haben wir eigentlich alle Aufgaben bis auf die Nebenmissionenaufgaben, also die Zusatzaufgaben wie Sachen scannen, instabile Kanister kaputt machen oder sonst was. Alles, was halt keinen wirklichen Punkt hat. Na klar, Interview-Slot ist natürlich auch noch so eine Sache, oder die Reliktdatenkerne finden. Das sind aber eigentlich alles Sachen, die erledigt wurden und ich glaube... Jetzt gibt's im normalen Ding nichts mehr zu tun. Das ist 100% Lebensfähigkeit in allen bekannten